Es gibt so wunderbar viele Übungen, die ihr machen könnt, einfach nur mit eurem bloßen Körpergewicht. Das Thema Muskelkräftigung spielt bezüglich eurer Gesundheit und eures gesunden Älterwerdens eine extreme Rolle. Unterschätzt das bitte nicht. Wenn ihr eher ein moderates, nettes, unschwitziges Leben habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Muskelmasse im Hintergrund zurückgeht, zurückgeht, zurückgeht. Ihr kriegt es nur irgendwie nicht mit, weil es wirklich ein schleichender Prozess ist. Wir haben so eine kleine Grätsche, haben die Knie ein bisschen gebeugt und drehen einfach mal eine Schulter ein bisschen nach vorne und die andere ziehen wir dafür zurück. Diese Bewegung ist schon für die Rückenmuskulatur total nett, weil auch so ganz kleine Muskeln, die an der Wirbelsäule sitzen und immer nur von einem Wirbel zum anderen gehen, die springen hier mit an, wenn wir in so eine Rotation gehen. Und es ist ganz gemütlich, weil die Hände abgestützt sind und dann können wir hier in diese Rotation gehen. Herrlich, den Körper so zu bewegen, wie wir es im Alltag sonst nicht machen. Der jubelt so, dass er endlich sein dezentes Potenzial ein bisschen ausschöpfen kann. Und dabei können wir auch einen Arm mit runternehmen und dann hier hochklappen. Beim Senken der Schulter geht der Arm mit runter und dann klappt er hier hoch. Und die andere Hand stützt sich immer noch auf dem Bein ab, damit wir gar nicht zu sehr in die Vollen gehen. Das ist also eine Einsteigerinnenübung hier. Und dann wechseln wir die Seite. Diese Schulter, das ist nicht nur der Arm, die Schulter geht mit, damit der ganze Schultergürtel in Bewegung kommt und hinten aktivieren wir dann wichtige Muskeln im Rückenbereich. Die Atmung hat auch einen ganz ruhigen Rhythmus, wir können hier gut ausatmen und einatmen. So, dann haben wir die jetzt schon mal gemacht und die Rückenmuskeln sind wirklich aktiviert worden, die normalerweise ziemlich im Dornröschenschlaf liegen. Und dann kommt etwas, da möchte ich gerne mal so ganz alltagsbezogen eine Sitzgelegenheit benutzen, um die einzubauen. Die Hände einfach mal drauf stützen und jetzt Arme und Beine beugen. Einfach nur Arme und Beine beugen und dann haben wir die Oberschenkel, die Gesäß und die Armmuskeln mit drin. Da ist der Brustmuskel mit dabei, da ist der Trizeps mit dabei und hier entscheidet ihr selber, wollt ihr mal ein bisschen halten, wollt ihr ein bisschen federn. Oder wollt ihr erstmal zwischendurch eine Pause machen? Aber das Credo muss sein, machen, unbedingt machen, sonst seid ihr Opfer der Passivität und die Muskulatur geht dann garantiert zurück. Und wenn ihr immer wieder Übungen einflechtet, bleibt sie garantiert auf besserem Niveau. Viel Spaß dabei!